Was bedeutet es, authentisch zu sein? Ein authentischer Mensch verhält sich seiner wahren Natur, seinem wahren Ich entsprechend. Aber woher weiß ich, was mein wahres Ich ist? Ein Zitat aus dem Zen-Buddhismus lautet: Sich selbst studieren heißt, sich selbst in jedem Moment vergessen. Und was bedeutet es, mich selbst zu vergessen? Bei meiner Geburt gab es kein Ich. Mein Ich kam erst mit der Zeit. Es kam mit den Dingen, die ich erlebt habe. Aus diesen Dingen entstanden Geschichten und aus diesen Geschichten entstand mein Ich. Dieses Ich, das mir jetzt so vertraut ist, ist also abhängig von diesen Geschichten, die ich pflege, die ich mir immer wieder vorsage und die auch andere Menschen mir immer wieder in Erinnerung rufen. Und doch ist es nicht aus sich selbst heraus da. Es ist bedingt. Mich selbst in jedem Moment zu vergessen, bedeutet also, mein bedingtes Ich, das Ich der Geschichten, zu erkennen und fallen zu lassen. Wer bin ich ohne diese Geschichten? Was bleibt übrig, wenn ich alle Bedingungen fallen lasse? Der Zen-Meister Shunryu Suzuki antwortet darauf: Dann gibt es kein Problem. Das heißt, du selbst im gegenwärtigen Augenblick zu sein, immer du selbst, ohne an einem alten Ich zu haften. Du vergisst dich selbst völlig und erneuerst dich. Du bist ein neues Ich und bevor dieses Ich ein altes Ich wird, sagst du ja und gehst zum Frühstück in die Küche. Der Punkt in jedem Moment ist also, den Punkt zu vergessen und deine Übung auszudehnen. Thank you.
Thank you.